Roller, Christian schreibt, ich liebe das Video. Macho, Sophie, du bist die Beste, ich liebe dich. Martina, Mädels von Fab & Chic, ihr seid genial. Oh, wie lieb von Martina. Wie laufen die Vorbereitungen für meine Party? Habt ihr schon was zum Vorzeigen? Hallo, will mir vielleicht jemand antworten? Ach, ich muss die Abschlussarbeit fertigstellen und ich kapiere überhaupt nichts. Guck mal, das hier verstehe ich nicht und das kapiere ich auch nicht. Kannst du mir bitte helfen? Meine Gedanken sind beim Wettbewerb. Und bei meinem Geburtstag, da ihr beide mir nicht helfen wollt. Glaubst du wirklich, ich habe Zeit, um über deine Abschlussarbeit nachzudenken? Nein, aber ich habe mich doch um deinen Geburtstag und so gekümmert. Ja, sind Freunde nicht da, um einander zu helfen? Entschuldige mal, haben wir was bestellt und ich hab's vergessen? Nein, nein. Ich meine ja nur, tut mir leid, dass ich mich einmische, aber das ist doch wahr. Wer etwas verlangt, sollte auch etwas geben können. Ich bin ganz deiner Meinung. Du hast es gehört. Du musst mir mit meinem Geburtstag helfen, bevor ich dir bei deiner Abschlussarbeit helfen kann. Ich dachte, das wäre andersrum, dass nur ihr zuerst... Es ist besser, wenn du nicht denkst. Ich mag Menschen nicht, die sich ständig überall ungefragt einmischen müssen. Ja, das finde ich auch. Ich hatte Delphi schon gesagt, dass du ihn nie akzeptieren würdest. Er ist nicht der Richtige für sie, aber gut. Außerdem ist er total uncool. Ich kapiere das nicht. Ehrlich jetzt? Du stehst auf Pedro? Selbstverständlich nicht. Und selbst wenn ich auf ihn stehen würde, was ist daran so schlimm? Die Frisur, die Schuhe, die Klamotten einfach. Darauf musst du nicht antworten. Das war eine rhetorische Frage. Aber gut, ich glaube, dass wir mit einer guten Styleberatung einiges aus Pedro rausholen könnten, oder? Ich kann ihm ein paar Beauty-Tipps für die Party geben, wenn du willst. Welche Party? Deine Party. Ich meine, willst du ihn nicht einladen? Delphi wollte mit ihm hingehen. Also, ich hatte überlegt, dass er vielleicht... Aber ich könnte ihn doch einladen, nur um zu schauen, oder? Delphi, du weißt genau, dass meine Party super exklusiv ist. Ich kann nicht jeden Dahergelaufenen dabei sein lassen. Aber mach dir keine Sorgen. Ich verspreche dir, ich denke darüber nach. Bin gleich wieder da. Pedro? Ja? Ich möchte dich zu meinem Geburtstag einladen. Im Ernst? Ja, aber du solltest etwas wissen. Delphi kommt mit einem Jungen, auf den sie steht. Ich weiß, dass du Gefühle für sie hast. Ich merke ja, wie du sie ansiehst. Und ich will nicht, dass du eine böse Überraschung auf meiner Party erlebst. Aber du sollst wissen, dass du trotzdem eingeladen bist. Also gut, sag mir dann einfach Bescheid.